Ramadan. Welcome, holy month, Ramadan. Welcome, Ramadan. Hallo ihr Lieben, willkommen bei Atlas Küche. Heute zeige ich euch eine schöne leichte Hauptspeise mit Basilikum-Ingwer-Hähnchenspieße und dazu eine gemischte Salatplatte als Beilage. Ich finde, es ist ein schönes, leichtes Sommergericht, auch außerhalb des Ramadans. Und die Hähnchenspieße sind übrigens das Highlight einer jeden Grillparty oder auch ein tolles Mitbringsel, denn sie sind super gewürzt, zart und einfach mega lecker. Also lasst uns jetzt direkt einfach mal loslegen und hier kommen jetzt die Zutaten. Wir benötigen Hähnchenbrustfilet, das habe ich mir schon mal in Streifen zurechtgeschnitten, den Saft von einer Zitrone, Sonnenblumenöl, Senf, frische Basilikumblätter, Salz, edelsüßes Paprikapulver, Pfeffer, ein Stück frischen Ingwer und Knoblauch. Ich mariniere erstmal das Fleisch, damit es schon mal in Ruhe ziehen kann. Dafür gebe ich alle Zutaten bis auf das Fleisch und Öl in einen Mixer, um alles ganz fein zu bekommen. Ihr könnt diesen Schritt aber auch per Hand machen, wenn ihr wollt, also den Knoblauch, Basilikum sowie Ingwer ganz fein hacken. Ich habe bewusst frischen Ingwer und Basilikum genommen, denn es ist wirklich viel, viel, viel geschmacksintensiver. Denn ich habe es schon mal mit trockenen Zutaten versucht, aber da finde ich, da fehlte nur diesen frischen Kick. Gerade bei Hähnchenfleisch, finde ich, muss das gut gewürzt sein. Also empfehle ich euch, hier frischen Basilikum und Ingwer zu nehmen, wenn ihr das habt. Das macht nämlich schon ganz viel aus. Die Marinade gebe ich nun zum Fleisch und vermische alles miteinander, bis das Fleisch komplett mit der Marinade bedeckt ist. Ich gebe dann jetzt einmal den Deckel drauf und stelle die Hähnchenbruststreifen für mindestens 2 Stunden in den Kühlschrank, damit die Gewürze gut einziehen können. Aber am besten ist es, einfach mal über Nacht in den Kühlschrank stellen. In der Zwischenzeit bereite ich alles für die Salatplatte vor. Für das Dressing brauche ich Mayonnaise, die hier ist selbstgemacht, Essigessenz, etwas Wasser, Salz, Pfeffer und ein wenig Olivenöl. Außerdem brauche ich Artischockenherzen, aus der Tiefkühltruhe. Die habe ich bereits in Salzwasser und mit einer halben Zitrone gekocht. Dann habe ich hier noch etwas Thunfisch, Kartoffeln, die sind gekocht und gewürfelt, wie man sehen kann. Grüne Bohnen, die habe ich schon blanchiert. Und ein paar schwarze Oliven und Cherrytomaten. Ich beginne mit dem Dressing. Dafür gebe ich etwa 2,5 Esslöffel von meiner Mayonnaise in eine Schüssel, füge des Weiteren etwas Essig hinzu, ein wenig Salzen und Pfeffern und verdünne den Rest mit etwas Olivenöl und Wasser. Das Ganze gut durchrühren, bis alles schön homogen ist. Und ja, fertig ist das Dressing. So schnell geht das. Wenn ihr wissen wollt, wie man ganz einfach hausgemachte Mayonnaise herstellt, dann lasst es mich einfach wissen. Schreibt es mir in die Kommentare und ich sehe dann zu, dass ich so schnell wie möglich nach meinem Ramadan-Special dazu ein Video drehe. Denn ich mache wirklich alles damit. Also ich mache sowohl die Dressings als auch Salate damit und ja, ist vielseitig einsetzbar. Und zudem weiß man, was da drin ist und schmeckt einfach viel, viel, viel besser.
Die Kartoffeln werden mit dem Dressing angemacht, was übrigens dazu auch sehr gut schmeckt und das Ganze nochmal schön ergänzt sind fein gewürfelte Zwiebelchen. Einfach zu den Kartoffeln hinzugeben und mit dem Dressing vermischen. Die Bohnen werden mit einem ganz normalen Essigöl-Dressing angemacht, damit sie nicht so fad schmecken. Und die Artischocken, da ich sie in Salzwasser und etwas Zitrone gekocht habe, werde ich sie einfach ungewürzt lassen, denn hier soll der pure Artischockengeschmack zur Geltung kommen. Kommen wir zurück zu dem Hähnchenfleisch. Das ist jetzt nach guten 2 Stunden schön durchgezogen und jetzt stecke ich die Hähnchenbruststreifen längs auf die Holzspieße, die ich vorher in Wasser eingeweicht habe. Dann grille ich sie in dem Fall im Elektrogrill. Ihr könnt sie aber auch in der Pfanne braten oder auf dem Holzkohlegrill legen. Also die Garmethode ist euch völlig überlassen. Und während das Fleisch vor sich hingart, richte ich schon mal meine Salatplatte an. Auch hier ist es euch überlassen, nach euren Vorstellungen anzurichten. Ich richte meine Salatplatte so an, sodass sie für 2 Personen reicht. Also nicht zu groß und nicht zu klein. Und die komplette Menge reicht hier übrigens für 4 Personen. Ja, so sieht dann letztendlich meine bescheidene Hauptspeise am Ende aus. Diese Hauptspeise ist nach einem Süppchen ein guter Sattmacher. Man hat eigentlich alles, was man braucht. Etwas Kohlenhydrate, Eiweiß, Ballaststoffe und Vitamine. Also was will man mehr nach einem Fastentag? Also probiert es mal unbedingt aus. Es ist wirklich empfehlenswert. Und zum Nachlesen findet ihr das Rezept in der Infobox verlinkt. Schaut da mal unbedingt rein. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen, vor allem lasst es euch schmecken und vergisst nicht, die Fotos mit mir zu teilen. Verlinkt mich auf Instagram mit dem Hashtag Atlasküche oder auf Facebook. Und ja, ich freue mich schon drauf und wünsche euch gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal. Ciao!